Die Kronenschneelande. Du hast den Kronenpass erhalten. Zeige ihn dem Personal am Brassbury Bahnhof, um zu den Kronenschneelanden zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer voller Rätsel und legendärer Pokémon, die in den verschneiten Landen darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Und damit herzlich willkommen zum zweiten DLC von Pokémon Schwert und Schild, dem Pass, der uns in die Schneelande der Krone führt. Ein Pass mit dem hier am Brassbury Bahnhof. Gut, ich werde eben das Team vorbereiten und dann brechen wir auf in kalte Gefilde. So, nochmal eben kurz umgezogen, damit es auch nicht ganz so kalt wird in den Schneelanden. Jetzt können wir aufbrechen. Wir nehmen die Pokémon mit, die wir auf der Insel der Rüstung bekommen haben. Unser Inselstarter, Bisaflor und das Lamus. Außerdem dachte ich mir, Asano kann nicht schaden, denn es wird sicherlich sehr kalt. Und da ist ein Kohleofen nicht verkehrt. Gut, dann fahren wir jetzt. in die Schneelanden. Oh, du bist ja im Besitz eines Kronenpasses. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden reisen. Wo soll es hingehen? Na, zum Kronenbahnhof. So, wohin führt uns der Weg? Wo genau liegen die Schneelanden? Unten. Gut. Oh, schön. Ja, auch relativ, ich will nicht sagen groß, aber da ist zumindest eine Stadt drin. Oder ein Dörfchen. Sagen wir eher ein Dörfchen. Ah, ich freue mich so. Endlich wieder Pokémon. Yes. Das ist schön verschneit. Wie zu erwarten war. Hallo? Dich hat es sicher zum ersten Mal in die Kronenschneelande verschlagen, wie? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon hier in der Gegend. In letzter Zeit wurden einige uralte und seltene Pokémon in den Kronenschneelanden gesichtet. Hilfst du mir dabei, mehr über sie zu erfahren? Dafür aktualisiere ich auch deinen Pokédex. Okay, klar, danke. Ja, mit dem neuen Gebiet kommen natürlich auch sehr viele neue Pokémon. Also alte Pokémon, die jetzt wieder dabei sind. Und ja, auch ein Grund, sich zu freuen. Und natürlich geht es hier in diesem DLC vor allem um legendäre Pokémon in Dynamax Battle. Viel Erfolg bei der Vervollständigung deines neuen Kronen-Pokédex. Ja, das tue ich natürlich auch. Meine, hallo? Wir haben immerhin schon zwei Vollständige, da wollen wir auch den Kronendex vollständig kriegen. Ich denke drauf, wir haben 210 Pokémon, das heißt, uns fehlen ungefähr 100. Und das heißt auch, es sind nicht alle Pokémon, die es überhaupt gibt, hier im Spiel vorhanden. Immer noch nicht. Und wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Was ist hier bloß passiert? Da komme ich nach langer Zeit zurück in meine Heimat und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als früher und überall sehe ich Pokémon, die aussehen, als wären sie aus Stein. Oha, okay. Und du bist der Supermarkt. Ja, da habe ich jetzt keinen Bedarf dran. Es ist also viel kälter als früher. Da sehe ich schon einen aktiven Dynamax-Battle. Oh, ist das schön hier. Na, Mann, du bist ja wie eine Klette. Hör endlich auf, mir dauernd nachzurennen, Dad. Ich will einfach nur in Ruhe in deiner Riesennest auf ein Dynamax-Abenteuer gehen. Und zwar allein. Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltene Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Keine Sorge. Dein cooler Papa hat hier noch ein viel spannenderes Abenteuer in petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich selbst am liebsten Dynamaximieren würdest. Danke, aber nein, danke. Geh mir nicht auf den Zeiger. Okay. Wir auch wieder Pokémon sammeln müssen, wie die Dick da? Mal gucken. Na gut, wenn du nicht zur Vernunft kommst, dann schrei ich eben so lange rum, bis du nachgibst. Hast du Hirnfrost? Das wäre ja oberpeinlich. Oh, hey, hallo du da drüben. Dieser alte Sturkopf will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir helfen? Ja. Klasse. Könntest du ihm dann für mich eine richtige Abfuhr erteilen? So eine richtig gehörige? Hör mal, Freundchen. Mir gefällt zwar nicht, dass du deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen, aber vielleicht bringt es die junge Dame ja zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin Pini.
Und du bist naiv, wenn du denkst, auch nur den Hauch einer Chance gegen meine stahlharten Attacken zu haben. Ja, Pini. Sieht bekannt aus, oder? Wer kann das nur sein? Vielleicht verraten sie ja seine Pokémon. Patinaraya. Mhm. Ja, ich denke, es ist doch ziemlich eindeutig, dass das eigentlich... Ja. Kein neues Gesicht ist. So, und da bin ich auch ganz gut ausgerüstet. Einfach rein. Wir haben auf Nitro laden. Ich glaube, wir sind eh schneller. Ja, sind wir. Wow. Hut ab, das hat gesessen. Aber jetzt sind wir an der Reihe. Pass auf. Pferdestärke. Oh ja, und ich habe noch... Nein! Animation aus. Das sollte ich ändern. Ach, verdammt. Na gut, ausbrennen. Dadurch verlieren wir unseren Feuertyp und damit würden dann auch Bodenattacken nicht mehr so viel Schaden machen. Also, Pini hat ein Stahl-Pokémon. Jetzt ist es ganz schön gefährlich hier. Was hat er noch? An Stahl-Pokémon beißt du die Zähne aus. Je mehr sie einstecken, desto härter werden sie. Stolos. Ja, ich wechsle. Los, Bisaflor. Und da kommt Body Press. Eine Attacke, die jetzt nicht so viel Schaden gemacht hat, aber wir sollten aufpassen. Ja, ich bin auch nicht... Ja, wobei... Ich meine, ich könnte Energieball einsetzen und Stolos hat keine gute Spezialverteidigung. So wie die meisten Stahl-Pokémon. Huch, was war das denn? Citrobeere, okay. Ja, ich muss unbedingt die... die Animation einschalten, so geht's ja nicht. So, Energieball. Ach komm. Oh, Steinkante. Kein Volltreffer, aber es hagelt noch. Gefährlich. Sehr, sehr gefährlich hier. Aber wir bringen es jetzt zu Ende. Pini hat ja nur zwei Pokémon. Level 66, 70 und 67 für unsere Pokémon. Okay, ja, wir haben es auch nötig. Ich weiß ja noch nicht, ob ich nicht vielleicht doch auf meine Competitive-Pokémon zurückgreifen muss, wenn wir dann mal wirklich auf so ein Dynamax-Abenteuer gehen. Dass ich mal derart von einem jungen Burschen platt gemacht werden würde. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, Pini. Mila ist weg! Wo steht meine Tochter? Ist das echt deine Tochter? Aber klar doch. Was ist das denn für eine Frage? Ja, wirklich. Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unseren längst überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen. Aber sie hat offenbar so wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt, nur um die Kurve kratzen zu können. So kenne ich meine Mila. Das ist ihre ganz persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Bestimmt. So ist es eben, meine liebe Tochter. Ein echtes Goldstück, oder? Aber wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine mit Herzblut geplante legendäre Expedition starten. Moment, hatte sie nicht gesagt, sie wolle zu einem deiner Riesennest gehen oder so? Sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, du hast gut gekämpft. Man sieht sich, stolzer Trainer. Ja, wir werden ihn sicherlich wiedersehen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier ins Gebiet und schauen, was es hier für Pokémon gibt. Und vor allem für Items. Top-Genesung. Oh mein Gott! Amarino! Was süß! Eins meiner Lieblings-Pokémon. Und Asano denkt sich jetzt, das sagst du doch immer. Nein, wirklich. Ich liebe Amarino. Level 63. Das ist ein komisches Level für eine Naturzone. Hab ich Flottbälle? Ja, habe ich. Okay, ich bin gut vorbereitet.
Yay, wir haben Amarino gefangen. Oh mein Gott, ich liebe Amarino und Amagaga. Ah, unser erstes neues Pokémon hier in den Schneelanden. Das Tundra-Pokémon, ein ausgestorbenes Pokémon aus der Urzeit. Manchmal werden im Eis erhalten gebliebene Exemplare entdeckt. Spitznamen? Nein. Und hier haben wir einen Beleber. Das ist natürlich besonders nett, dass man ihn einfach so findet. Und hier kommen wir nicht so einfach. Was ist das? Das ist Keifel? Okay, und Rossana. Oh Gott, Rossana. Hyperball. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich mich gerade nicht heilen kann. Wablu! Oh mein Gott, es gibt alle coolen Pokémon. Oh. Sogar Frigometri. Ja, ich weiß gar nicht, welche davon neu sind, weil ich einfach nicht mehr weiß, welche Pokémon es hier schon gab. Hier ist, okay, Keifel ist zum Beispiel schon mal nicht neu, das weiß ich jetzt. Wablu, du bist ganz sicher neu. Oh, ich will euch alle fangen. Schneeball, okay. Ich dachte, das wäre ein Pokéball, aber nein, der Schneeball ist natürlich kein Pokéball. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor Rossana. Wir heilen mal eben kurz Asano. Ich meine, mit dem Flottball sollte ich das Rossana sofort fangen können. Aber man weiß ja nie so ganz. Und ich habe die Animation auch noch nicht eingeschaltet. Oh Mann, bin ich schlau. Es hagelt. Vorwarnung von Rossana wirkt. Oh, ich würde sagen, nochmal einen Flottball werfen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Deswegen wollte ich unbedingt heilen. Und nein! Oh. Wisst ihr was? Da hinten war noch ein anderes Rossana. Buh. Ja, das fängt gut an. Jetzt will ich aber erstmal hier gucken. Da hinten ist einfach nur ein Nest. Da ist was. Gefäß voller Schrägrauch. Okay. So, ist Frigometri neu in diesem Gebiet? Gab es das vorher schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist neu. Ich kann mich nicht erinnern, das mal so gesehen zu haben. Ja, sieht neu aus. Wir haben es zumindest noch nicht und ich habe alle Pokémon, die es bisher gab. Also, ja, es ist neu. Und auch nicht so einfach zu fangen. Ja gut, dann lassen wir es mit dem Fangen erstmal sein. Das Problem ist nämlich, dass Asano bei Eis-Pokémon leider einfach nur one-hittet. Und das bringt uns dann eben keine neuen Pokémon. Kampfstil nicht wechseln, Animation anschalten. Okay. So, jetzt habe ich es ordentlich getan. Aber das Wablu will ich doch haben. Das sollten wir auch fangen können mit einem Flottball. Wablu! Oh, süß! Jetzt passt auch so gut hier rein. Also das sollten wir auf jeden Fall kriegen können. Ja. Wablu wurde gefangen. Das ist Wollvogel-Pokémon. Es sieht Schäfchenwolken sehr ähnlich, weshalb Gegner es nur schwer entdecken. Seine Flügel wurden wohl über Generationen hinweg weiß. Nice. Und da ist nochmal ein Amarino. Oh mein Gott. Granitstein. Okay, das ist jetzt nicht so cool. Okay, wir gehen jetzt immer weiter. Ich hänge die ganze Zeit fest. Oh, es passiert was. Ist das ein Tunnel? Oh, da ist Pini, oder? Ja, ja. Das hier ist also dieses Dinah-Riesennest, ja? Da drin kämpft meine Tochter also gerade gegen seltene Dynamax-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Ne? Du bist doch der von vorhin. Du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Oh mein Gott, jetzt bin ich doch nicht so. Also dann, volle Kraft voraus.
Keine Sorge, Mila. Papa ist direkt hinter dir. Hab nicht so viel Spaß ohne mich. Oh mein Gott. Okay. Wir lassen ihn mal. Ich schaue mich ein bisschen um. Überall Frigometri. Okay, da unten wäre ein Diner-Nest sogar aktiv. Und da ist das Dorf. Gibt es da ein Pokémon-Center? Ich würde ganz gerne heilen. Hm. Aber nach Pokémon-Center sieht das nicht aus. Freesdale. Okay. Also wir sind in der Naturzone und haben sogar hier ein Dorf. Das bedeutet, wir können in der Natur, also in einer Stadt in Pokémon, das erste Mal die Kamera bewegen. Und wir finden TP17 Amnesie. Okay, das ist jetzt nicht so krass. Oh, hier ist noch was. Fehlschlagschutz. Das ist super. Das nehme ich gerne. Sonst muss ich mir das immer mit Gewinnpunkten kaufen. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Allzweckschirm. Der Trigger ist gegen die Effekte von Regen und starkem Sonnenlicht geschützt. Das ist, glaube ich, ein ganz neues Item, oder? Das gab es bisher nicht. Oh, wir gucken uns das mal Freestyle an. Hallo, Taniel. Okay, ich nehme an, das ist das Haus von Pini. Oh, wobei, da war... Ah, wieder rein? Ah, nee, da kann man nicht rein. Okay. Das ist ein Pampros. Mit einem Trainer drauf. Ich dachte für einen Moment, das wäre vielleicht die eine Trainerin aus Alola. Aber sieht nicht so aus. Herberge Elfrost. Oh, das könnte ein Pokémon Center sein. Ein Pokémon Center für Arme. Perfekt. Und ohne PC anscheinend. Ach, ich brauche gar keinen PC, um Pokémon zu wechseln. Bin ich blöd. Ich bin einfach noch in der Vergangenheit. So, okay. Freesdale ist ein schönes Städtchen. Was ist das hier für ein Weg? Der führt uns nochmal zu einer TP. 73 Mülltreffer. Ja, Mülltreffer ist eine coole Attacke. Eine sehr starke Giftattacke. Trifft leider nicht so häufig wie die meisten starken Attacken. Aber trotzdem ganz nett. Und es gibt sogar Leute hier. Ich habe mich schon gewundert. Hallo. Herzlich willkommen in Freesdale. Du hast sicher einige Strapazen auf dich nehmen müssen, um hierher zu gelangen. Die Kronenschneelande sind bekannt für ihre Karotten, musst du wissen. Hättest du vielleicht Verwendung für ein paar Karottensamen, quasi kleines Souvenir? Okay. Ah, da ist ja jemand enthusiastisch. Es sind zwar nur Samen, aber die sind sehr wertvoll, weißt du. Lass uns einen Handel daraus machen. Wenn du mir 8 Brocken deiner Erz gibst, gehören sie dir. In dieser Welt heißt es geben und nehmen. Also krieg ich sie jetzt doch nicht einfach so? Oh Mann, bist du ein fieser Mensch. Keine Geschenke für mich. Was ist das hier? Haus des Bürgermeisters. Ist abgeschlossen. Alles klar. Das erste Mal in einem Pokémon-Spiel, dass ein Haus abgeschlossen ist. Auf verschneiten Wegen solltest du stets fest auftreten. Dadurch stürzt du nicht so schnell ein. Jahr für Jahr quäle ich mich mit dieser Kälte ab. Langsam reicht es meinen müden Knochen. Ja, ich würde auch lieber woanders wohnen. Also, ich mag die Kälte nicht so sehr. Ich finde sie eigentlich ganz hübsch. Aber ich muss ja auch nicht wohnen. Ach du Scheiße. Die jungen Leute sind alle in die Stadt gezogen. Nur wir Alten fristen hier unser kärgliches Leben an der Seite unserer Pokémon. Oh, der Arme. Ach, komm ich da an dem Rex Blizzard vorbei? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Was ist das hier? Holzkohle. Ja, nehmen wir mit. Jetzt habe ich ein Problem. Der Garten will mich angreifen. Ah ne, der Garten ist verschwunden. Hilfe! Ach, Rexblizzard. Na gut, so, in dem Haus waren wir... Oh, hallo. In unserem Dorf ist nicht viel los, aber sieh dich entspannt um und genieße die Ruhe. Es gibt immerhin eine alte Statue, die du dir anschauen könntest. Ach so, ja, mit der Statue könnte ich auch mal reden, mit der Pampros-Statue. Leute, WTF, da ist Cosmog. Es ist ja kalt draußen, also wärme dich hier erstmal richtig auf. Das ist Cosmog. Das ist Fluffy. Ich habe es in der Nähe des Dorfes gefunden.
Es hat vor Kälte gezittert, da musste ich es einfach mit nach Hause nehmen. Seit ich es gefunden habe, sind jede Menge seltsame Pokémon in den Schneelanden aufgetaucht. Ein Pokémon wie Fluffy ist mir noch nie zuvor unter die Augen gekommen. Es wäre sicherlich besser, wenn sich ein fähiger Trainer um es kümmern würde. Doch wo finde ich so einen nur? Hallo, ich bin hier. Krass, Cosmog. Das Pokémon, das ich zu Lunala und Solgaleo entwickeln kann. So, war ich jetzt in jedem Haus? Ja, von da bin ich gekommen. Wir gehen nochmal eben zur Statue. Das ist eine Statue von einem Pokémon. Es kommt dir so vor, als würde etwas fehlen. Ach so. Das ist gar kein Mensch da drauf. Das ist, Kuronospa. Das legendäre Pokémon, mit dem wir es hier in den Schneelanden zu tun kriegen. Okay, aber jetzt würde ich sagen, folgen wir Pini. Schlitterfeld. Ich finde es sehr schön, dass hier ein Dorf ist. Das hat mir wirklich auf der Insel der Rüstung gefehlt. Da war zwar das Dojo und da konnte ich auch alles machen. Oh, hallo. Oh, doch. Aber, oh, hier geht's auch noch rein. Das sieht geheimnisvoll aus. Ich glaube, hier ist nur ein Item und ein Frigometri. Leute, ich muss alles erkunden. Ihr kennt das. Cosmic Kraft. Ja, okay. Es hat sich jetzt nicht gelohnt. Andererseits, TPs lohnen sich sowieso nicht, weil wir unendlich von allen haben, ungefähr, gefühlt. Noch ein Frigometri. Oh, Amarino, du bist so süß. Ja, bist du wirklich. Oh. Okay. Tja, gesperrt, nee, ne? Komm hier durch. Oh je. Deiner Riesennest. Nein, nein und nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin. Das mag sein, aber... Aber was? Ich mache auch bei diesem Abenteuer-Dings damit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte von Abenteurer von uns allen. Wie ich Ihnen nun schon mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Ah. Oh, du bist wirklich gekommen. Was ist los? Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier der Sturkopf sein? Ich habe es ihnen schon so oft erklärt, aber sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Dynamax-Abenteuer sind ein äußerst gefährliches Unterfangen und... Ah, dieses wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung anhören? Dann könnte ich euch zusammen durchlassen. Aha, endlich gibt sie mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, dir ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen mit nach meiner kleinen Mida suchen, okay? Okay. Aber jetzt schaue ich mich um. Hallo? Ich kann dir fantastische Waren im Tausch von deiner Erz anbieten. Ja, Moment. Fähigkeitenpflaster? Oh, damit kann man die versteckte Fähigkeit eines Pokémon nehmen. Ja, die Fähigkeitenkapsel gibt es schon länger. Damit kann man eben zwischen den beiden normalen Fähigkeiten hin und her tauschen. Aber mit dem Fähigkeitenpflaster kann man sogar die versteckte Fähigkeit holen. Und hier haben wir auch Ultrabälle, also Ultrabestien kommen wohl auch wieder. Ja, aber ich habe kein Interesse. Noch nicht. Pokémon sind mir bei der Forschung eine große Hilfe. Mhm. So, dann erzähl du mal. Ja, ich möchte sie hören. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir. Gut, dann beginne ich mit meiner Erklärung. Das Deiner-Riesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galar-Region nicht zu Gesicht bekommt. Wow. Dynamax-Abenteuer. Schließ dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkunde das rätselhafte Deiner-Riesennest. In den Tiefen des Nests wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Dynamax-Abenteuer bestreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler ein Leib-Pokémon wählen. Im Inneren des Deiner-Riesennests gibt es etliche Abzweigungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen drei Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon in deiner Raids an. Fängst du ein Pokémon, kannst du es gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Also so ein bisschen wie die Kampffabrik, nur eben, naja, in deiner Form. Eure eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohe Konzentration an Galarpartikeln außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leib-Pokémon an.
deren Resistenz gegenüber Galar-Partikeln sie vor diesem Schicksal bewahrt. Ah, jetzt schnalle ich's. Wir sollen uns 3 Pokémon-Partikel ausleihen, um damit so richtig außer Kontrolle zu geraten und seltene Deiner-Trainer fangen zu können. Weiter könnten sie nun wirklich nicht daneben liegen, guter Mann. Dort drin ist es gefährlich, also halten Sie sich bitte an die Regeln. So richtig blicke ich immer noch nicht durch, aber klingt alles sehr spannend. Also gut, die komplizierten Erklärungen spare ich mir mal jetzt mal. Ich sehe mir das lieber mit meinen eigenen Augen an. Halte durch, Mila. Der Papa ist bald da. Moment, das könnt ihr doch nicht einfach... Das ist zu gefährlich. Was ist nur in diesen Mann gefahren? Und warum erinnert mich sein Gesicht so sehr an Präsident Rose? Ja, ich glaube, das ist jetzt die endgültige Bestätigung. Pini ist Rose. Das war eigentlich von Anfang an klar. Spätestens bei seinem Patinaraya. Vorher dachte ich noch, okay, vielleicht, ganz vielleicht, ist es ja irgendwie sein Zwillingsbruder. Aber so richtig dran geglaubt, hat glaube ich auch daran niemand. Nein, Pini ist Präsident Rose. Das war klar. Falls du ihm nachlaufen möchtest, nein, das solltest du nicht. Aber falls du dich in ein Dynamax-Abenteuer stürzen möchtest, lass es mich wissen. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir auf ein Abenteuer. Ich freue mich drauf. Ich will noch mal eben kurz einen Blick auf die Karte werfen. So, ach, wir waren jetzt bisher erst hier, hier und hier. Und das alles kommt noch. Oha. Oh, hier, Kronentempel. Schneegipfelpfad, Aufstiegstunnel, Schneeschlucht, rauschende Höhe? Höhle, okay. Dreiwegpass und hier sogar ein kleines Wassergebiet. Na, ich will zurück. Schollenmeer. Ballseehöhle und dann hier Hügel des Dünerbaums oder Deinerbaums. Ballseeufer. Leute, ich denke, der DLC wird ein bisschen länger gehen als die Rüstungsinsel. Ich rechne mal so mit 20 Parts und ich freue mich drauf. Also, die nächsten 2-3 Wochen gibt es wieder Pokémon Schild und diesmal in den Schneelanden der Krone. Bis dahin, nur das Beste.